Der Eurosprinter, Urahn und Prototyp der modernen Siemens-Lokfamilie. Ein gemeinsames Produkt von Krauss Maffei und Siemens Transportation. 1992 in München entstanden. Wie so oft in den 90er Jahren ist 127001, so die Benummerung bei der DB, auf Probefahrt. Auch in der Schweiz wird die neue Lok getestet. Die Voraus-Lokomotive ist eine wichtige Erprobungsträgerin. So werden unter anderem die Taurus-Drehgestelle mit dem neu entwickelten Hochleistungsantrieb für 230 km/h getestet. 127001 ist ein Einzelstück geblieben. Zuerst in der Siemens-Dispo-Flotte, heute bei MRCE. Seit 2009 zeigt sich die Lok in einer neuen Lackierungsvariante. In Frankfurt-Oder hat sie einen Testzug mit polnischen IC-Wagen bespannt. Der Zug verlässt das Stadtgebiet von Frankfurt-Oder. Vorneweg der Eurosprinter. Er hebt sich mit seinem neuen Outfit deutlich ab. Hoffentlich wird er nicht eines Tages die schwarze MRCE-Farbgebung erhalten.